Hallo liebe CEC-Familien, schön, dass ihr auch diese Woche wieder eingeschaltet habt zu unserem neuen Vlog. Ihr merkt, hinter der Kamera ist wieder die Frau Projan, denn die Frau Freiburg ist immer noch mit Schneckchen auf Hörreise. Diese Woche gibt es auch wieder keinen Theorieteil, sondern einen Basteltipp. Und zwar möchte ich euch zeigen, wie man so einen schönen Käfer bastelt. Das ist ein besonderer Käfer, denn ihr merkt, in der Mitte hat er besonderes Papier. Das ist Transparentpapier. Und wenn ihr das ans Fenster hängt und die Sonne durchscheint, dann sieht das besonders schön aus. Und den möchte ich heute mit euch zusammen basteln. Dafür braucht ihr natürlich auch ein paar Materialien. Und zwar braucht ihr erstmal, ich schiebe den Käfer mal zur Seite, 3 Gegenstände, runde Gegenstände in verschiedenen Größen. Ich habe jetzt hier mal eine Paketbandrolle genommen. Damit zeichne ich den Kopf nach. Dann habe ich 2 Schüsseln, eine große und eine etwas kleinere. Mit der großen machen wir den Körper und mit der etwas kleineren schneiden wir dann die Mitte aus. Dann braucht ihr noch eine Schere, natürlich um das alles auszuschneiden. Verschiedene Stifte, also ich habe jetzt einen Bleistift hier, um alles zu umranden und vorzumalen. Ihr braucht außerdem hier für die Bäckchen, das müsst ihr natürlich nicht machen, aber ich finde es eigentlich ganz süß, habe ich einen roten Stift genommen, um das zu malen. Und ich habe hier einen blauen Filzstift für die Nase und den Mund. Wenn ihr Wackelaugen wollt, dann könnt ihr Wackelaugen aufkleben. Dafür braucht ihr Wackelaugen natürlich und einen Klebstift. Ihr könnt die aber auch selber zusammenbasteln oder einfach nur aufmalen. Dann, um das Transparentpapier aufzukleben, brauchen wir Bastelkleber oder Leim, was auch immer ihr da habt, einen Pinsel. Und eine kleine Unterlage, wo ihr den Kleber drauf tun könnt. Und das Wichtigste, jetzt ist mir der Pinsel weggerollt, das Wichtigste zum Schluss. Wir brauchen natürlich Papier und Pappe. Ich habe jetzt einmal für die Beine, wie bei diesem Käfer, braune Pappe genommen und für die Fühler. Und für den Körper nehme ich diesmal blaue Pappe. Das könnt ihr euch natürlich aber aussuchen, wie ihr möchtet. Ihr braucht für die Mitte, für den Bauch, auf jeden Fall Transparentpapier, also weißes Transparentpapier und weiteres Transparenzpapier in verschiedenen Farben. Ich habe mich jetzt hier für Orange, Gelb und Braun entschieden. Das könnt ihr aber natürlich so machen, wie ihr das gerne möchtet. So. Dann würde ich sagen, wenn wir alles beisammen haben und mir die Sachen nicht wegfliegen, fangen wir auch direkt schon an, unseren Käfer zu basteln. Der erste Schritt ist, wir nehmen die Farbe, die wir für unseren Körper haben wollen, und nehmen zuerst mal die große Schüssel, legen sie kopfüber auf das Papier irgendwo in die Ecke, damit nicht so viel weggeschnitten werden muss, und den Bleistift und dann einmal diese große Schüssel umranden. So. Dann seht ihr, haben wir hier einen schönen Kreis. Dann nehme ich die Paketbandrolle und mache dasselbe nochmal. Das wird dann unser Kopf. Einmal drumherum fahren. So. Jetzt habe ich einen kleinen und einen großen Kreis. Und dann brauche ich noch die kleine Schüssel. Damit hier in der Mitte einen Kreis malen. So. Jetzt schneidet ihr zuerst mal hier außen die Kreise aus. Das habe ich schon mal vorbereitet, das sieht dann so aus. Jetzt haben wir einen großen und einen kleinen Kreis. Jetzt habe ich hier noch nicht
den inneren Kreis gemalt. Das mache ich jetzt. Da umrande ich einfach noch mal meine kleinere Schüssel für. So. Jetzt wird es nämlich ein bisschen knifflig. Ups, ich nehme meine Schere. Ich falte das Papier ein bisschen in der Mitte und mache einen kleinen Schnitt rein. So, und dann kann ich von innen den Kreis rausschneiden. Fast geschafft. So. Dann ist das jetzt, was übrig ist. Das kann man bestimmt auch noch verwerten. Vielleicht könnte man da zum Beispiel Fühler oder Beinchen draus machen für den Käfer oder natürlich ein anderes Bastelprojekt. Das kommt zur Seite. Und dann solltet ihr mit einem Ring verbleiben und einem kleinen blauen Kreis. Ich tue mal die Augen ein bisschen weg, die liegen mir ein bisschen im Weg. So, dann braucht ihr euer weißes Transparentpapier und wieder die große Schüssel. Die legt ihr auch hier drauf und wieder in die Ecke und ummalt es einmal. So. Die Schüsseln und den Bleistift, die brauchen wir jetzt. Doch, den Bleistift brauchen wir noch, aber die Schüsseln nicht mehr. So, jetzt haben wir hier einen Kreis. Auch den einmal mit eurer Schere ausschneiden. Das habe ich schon gemacht. Deshalb müsst ihr das nicht mehr machen. So, ihr seht, hier habe ich schon einiges vorbereitet. Ich wollte euch nur zeigen, das ist der weiße Kreis, den wir gleich brauchen, um das farbige Transparentpapier darauf zu kleben. Dann nehmt ihr euch euer farbiges Transparentpapier in den Farben, die ihr haben wollt. Und das müsst ihr jetzt klein reißen. Ihr seht, ich habe hier schon einiges klein gerupft. Ich mache das aber nochmal, ich reiße es einmal ein und mache das in unterschiedlichen Formen und Größen einfach ein bisschen kleiner. Dann kann man sich raussuchen, welche Form man möchte, welche Größe man gerade braucht. Genau, jetzt nehme ich das orangene Papier, reiße es schön klein. Zack, zack. Und das Gelbe zum Schluss. Auch da, ihr könnt eine Farbe nehmen oder mehrere Farben, wie ihr möchtet. Bei dem Käfer vom Anfang, da habe ich jetzt zwei Farben genommen, einmal dunkelgrün und einmal gelb. Hier benutze ich jetzt mal drei Farben. Ihr könnt das so machen, wie ihr das schön findet. So, jetzt habe ich alles Transparentpapier schön klein gerupft. Jetzt brauchen wir wieder den durchsichtigen Kreis. Den habe ich ja jetzt schon ein bisschen geklebt. Dafür braucht ihr nämlich jetzt eure Unterlage, den Pinsel und den Bastelkleber. Da mache ich mir jetzt einfach auf die Unterlage einen Klecks drauf. So. Hier habe ich es sehr dicht zusammengeklebt. Daher fehlt hier noch ein bisschen was. Deshalb zeige ich das jetzt. Ich nehme ein bisschen Bastelkleber und streiche das einfach auf das Transparentpapier drauf. Und dann nehme ich mir die Farbe, die ich möchte von den Schnipseln. Ich möchte jetzt gelb haben und drücke das erstmal da drauf. So. Das war es schon hier. Dann nehme ich mir noch ein bisschen was und mache hier hinten noch ein bisschen weiter. Da sind noch Lücken. Ich möchte das gerne ganz füllen, aber auch hier, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich mache hier ein Stück drauf und da und hier noch ein Stückchen. Und auch gerne, ihr seht, ich habe es ein bisschen farblich getrennt. Ich habe hier braun in der Mitte orange und da gelb. Aber ich habe die auch ein bisschen versucht, ineinander laufen zu lassen. Tobt euch da einfach aus, schaut, wie ihr das schön findet. Jetzt hat sich das hier festgeklebt, wie ich es nicht wollte.
So. Und vielleicht hier noch ein kleines, dann suche ich mir ein kleines Stückchen raus. Hier habe ich eins. So. Okay. Wenn ihr dann das Transparentpapier so geklebt habt, wie ihr das haben wollt, dann kommt noch eine Schicht Bastelkleber oben drüber. Denn wie ihr jetzt seht, hier steht ein bisschen was ab. Damit hier nichts kaputt geht, wollen wir das noch festkleben. Dann nehmt ihr euch wieder Bastelkleber und streicht das einmal einfach über die Teile, die ihr gerade festgeklebt habt. Schön über die Kanten und die Ecken, damit das alles schön festhält und nicht absteht. So, hier drüben ist noch was übrig. Okay. Das sieht auch schon sehr gut aus. So, hier drüben mache ich noch ein bisschen fest. Die Kante steht noch ein bisschen ab. Da habe ich vorhin nicht so gut aufgepasst beim Kleben. Okay. Dann solltet ihr das natürlich erstmal ein bisschen trocknen lassen. Wer bei uns schon mal im CEC war, der weiß, dass wir ganz gerne so einen Föhn benutzen, um das schneller trocknen zu lassen, weil dann kann man gleich weiter basteln. Aber das könnt ihr auch hier machen, wie ihr wollt. Ihr müsst es nicht trocken föhnen, nur ihr solltet es auf jeden Fall trocknen lassen. Wenn es trocken ist, ist es nämlich ein bisschen hart. Und solange das noch nass ist, der Kleber, dann ist es weich und kann auch leichter einreißen. Deshalb auf jeden Fall trocknen lassen. Genau, richtig. Dann geht es jetzt weiter. Und zwar müssen wir ja noch, während ich das trockne, müssen wir noch, ihr hört vielleicht im Hintergrund, es wird gerade sauber gemacht bei uns. Deshalb ist ein bisschen Lärm. Kann auch sein, dass gleich jemand reinkommt. Das schauen wir mal. Ich nehme jetzt meine braune Pappe und daraus mache ich jetzt, wie bei dem Käferchen, die Beine und die Fühler. Bei den Beinen habe ich mich jetzt für so eine eckige Form entschieden. Ihr könnt die auch rund machen oder gerade, wie ihr wollt. Bei den Fühlern, um damit anzufangen, nehme ich mir meinen Bleistift wieder und zeichne einfach so ein Viereck auf und teile das in zwei. Und dann schneide ich das aus. Das sieht dann so aus. Einfach zwei gerade braune Streifen Pappe. Und für die Beine, da mache ich jetzt auch wieder kleine Dreiecke, aber ihr könnt es auch rund machen, wie ihr möchtet. Male ich das einmal so ein bisschen eckig. So. Und dann von den Fühlern, logischerweise, braucht ihr zwei. Und von den Beinchen, wenn ihr einen richtigen Käfer machen wollt, die haben ja sechs Beine. Das heißt, ihr braucht von dem hier sechs Stück. Das habe ich natürlich auch alles schon vorbereitet. So, dann haben wir eigentlich auch schon alles beisammen, um unseren Käfer zusammenzusetzen. Das könnt ihr jetzt machen mit dem normalen Kleber. Ich benutze gerne Heißkleber, weil das ein bisschen schneller trocknet und besser hält. Aber wie gesagt, ihr könnt den benutzen, ihr könnt auch den Bastelkleber benutzen, wie ihr möchtet. So, ich nehme jetzt meine Heißklebepistole. Wenn ihr die benutzt, aufpassen, lasst euch am besten von Mama oder Papa helfen, damit ihr euch nicht verbrennt. Zuerst brauchen wir den Ring, den wir geschnitten haben, und das Transparentpapier für den Bauch. Ihr macht einmal eine Klebespur rundherum. So. Und weil der Bastelkleber, weil der Heißkleber schnell trocknet, ein bisschen schneller sein. Ihr nehmt das Transparentpapier, dreht es um und packt es dann darauf. Und vorsichtig sein, das ist wirklich sehr heiß. Und einfach ein bisschen ganz vorsichtig andrücken. So, und dann schaut das Ganze so aus. Und dann haben wir auch schon den Bauch fertig. Ich drücke es noch ein bisschen an, damit es wirklich gut hält. Bei mir ist es jetzt so, hier steht ein bisschen Papier ab. Das ist aber gar kein Problem. Dann nehme ich mir meine Schere
und schneide das, was übersteht, einfach damit ab. So. Noch was. Hier oben steht noch was ab. Ja, genau. Jetzt ist gut. So, dann kann das weg. Okay. Als nächstes möchte ich gerne den Kopf zusammenkleben. Dafür brauchen wir die Fühler. Und ihr habt vielleicht gesehen, bei meinem Käfer, die Fühler sind ein bisschen gebogen. Das habe ich gemacht, indem ich einen Stift genommen habe und die Fühler einmal drumherum gewickelt habe. So. So sieht das dann aus. Ihr könnt den Stift dicker oder dünner machen, je nachdem ändert sich dann auch, wie sehr der Fühler gebogen ist. Dann habe ich jetzt hier einen Fühler und den möchte ich andersrum haben. Nee, doch so. Und den anderen Fühler. So. Okay, das heißt, die habe ich bereit. Und dann brauche ich jetzt auch noch meine Cola-Augen. Die klebe ich gleich auf. Einfach hier Kleber auf die Rückseite. Manche haben auch so eine Abziehfolie mit einer Klebeseite. Das haben die jetzt nicht. Ein Auge. Auch das könnt ihr mit dem Heißkleber machen. Aber da auf jeden Fall aufpassen, weil die Wackelaugen sind sehr klein und da kann man sich leichter verbrennen. Und die andere Seite. Oh, da habe ich jetzt ein bisschen geschmiert mit dem Kleber. Aber das ist nicht schlimm. So. Nein, jetzt. Okay. So. Dann haben wir die Wackelaugen fest. Dann male ich jetzt noch meinen Mund auf. Da habe ich ein bisschen geschmiert. Macht nichts. Ich möchte, dass mein Käfer lächelt. Aber auch das könnt ihr so machen, wie ihr wollt. Ich gebe meinem Käfer auch noch zwei Nasenlöcher. Und wie am Anfang gezeigt, ein paar rote Bäckchen. Dafür male ich einfach nur mit meinem roten Stift zwei Kreise nach links und nach rechts in die Mundwinkel. So, dann brauche ich meine Fühler und meinen Kleber. Dann mache ich unten ein Klecks hin und klebe den so an den Kopf, wie ich das haben möchte. Auch da noch mal ein bisschen aufpassen und wieder zumachen. Alles gut, brauche ich nicht sauber. So, und die andere Seite natürlich auch. Das war gerade eine von unseren Reinigungsfachkräften, die sich mal dafür interessiert hat, was ich hier so mache. Ich habe kurz reingeschaut. So. Okay, und das war dann der Kopf. Auch das jetzt noch mal trocknen lassen. Bei mir ist es ein bisschen übergelaufen. Jetzt habe ich es fast an den Tisch geklebt. So. Okay. Während wir das trocken lassen, machen wir die Beine weiter. Ich möchte, dass bei meinem der Kopf hier oben ist. Deshalb werde ich die Beine hier und da an die Seite kleben. Dann nehme ich mir meine Beine. Und da könnt ihr entscheiden, in welche Richtung die zeigen. Ich mache das jetzt so wie bei dem hier. Zwei nach oben jeweils und ein nach unten. Dann auch wieder hier auf die untere Seite Kleber. Und so ankleben, wie ihr das gerne hättet. Und wenn ihr mit dem Heißkleber arbeitet, nochmal vorsichtig sein. Das ist sehr, sehr heiß. So, Nummer zwei. Und Nummer 3 drehe ich jetzt um, das möchte ich nach unten haben. So, einmal hier. Okay, dann habe ich schon die eine Seite geschafft. Hier auf dem Tisch habe ich jetzt ein bisschen geklebt, aber das ist nicht schlimm, das kriegt man zum Glück gut ab. Ich drehe es nochmal um und gucke nochmal, dass es alles gut sitzt. Sieht gut aus. Okay, dann sieht das jetzt hinten ganz witzig aus. Ich nehme jetzt die anderen Beine
Und muss jetzt erst noch mal gucken. Ne, da muss das so rum sein. Jetzt klebe ich nämlich die andere Seite. So. Und ich habe gerade gemerkt, dass ich das falsch rum gehalten habe. So rum möchte ich das haben. Nee, gar nicht wahr. Doch so rum. Es ist ein bisschen verwirrend, wenn er noch keinen Kopf hat, mein Käferchen. Dann nochmal nach oben. Das heißt, aufpassen. Und das letzte Bein. Nach unten. So. Okay. Jetzt bin ich am Überlegen, wie ich es doch schöner finde. Ich glaube, ich klebe den Kopf. Doch, ich klebe ihn hier hin, weil da ist mehr Platz. Oder. Doch, ich klebe ihn hier hin. Das gefällt mir dann doch besser. Das könnt ihr euch dann aussuchen, wie ihr möchtet. Auch hierfür macht ihr da, wo ihr den Kopf hinhaben wollt, einen Kleckskleber. Und klebt den Kopf oben drauf. Und auch hier, ich sage es nochmal, vorsichtig sein, wenn ihr mit Heißkleber arbeitet. Und das war's. Damit haben wir einen wunderschönen süßen Käfer gebastelt, auch passend zum Herbst, schöne Herbstfarben. Genau, und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachmachen und ein tolles Wochenende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!